In der ersten Lesung haben wir vom Propheten Elia gehört, und das ist aus dem Alten Testament mein Lieblingsprophet, weil er auch ein bisschen so ist wie ich. Also ich habe die prophetische Gabe nicht, aber so in der Verfassung, wie er mit anderen umgeht, ist er mir ziemlich ähnlich, weil er regt sich ziemlich schnell auf. Also Elia regt sich über alles Mögliche auf. Und die größte Aufregung seines Lebens ist, dass er das Wort Gottes sein ganzes Leben lang dem Volk Israel verkündet und es bekehrt sich keiner. Die Lesung, die wir gehört haben, geschieht nach einem bedeutenden Schritt. Also Elia hat einen Massenmord begangen. Er hat die Propheten eines falschen Gottes herausgefordert zu einem Duell. Und er hat gewonnen. Und das hat ihm Gott nicht wirklich eingegeben, dieses Duell, und noch weniger das, was er danach gemacht hat. Weil er hat dann gesagt, schau Volk Israel, das ist der eine wahre Gott. Und das sind 400 Propheten des Baal. Und wir haben den Beweis, es gibt Gott und den Baal gibt es nicht. Und er hat sich so erhitzt, dass er die 400 Propheten umgebracht hat, die falschen Propheten. Und nach solchen großen Zeichen, also genauer kann man das da im ersten Buch der Könige nachlesen, also 18. bis 19. Kapitel, nach diesen großen Zeichen bekehrt sich in Israel niemand. Und Elia ist in einer Verzweiflung, das vermute ich, das erzählt uns die Bibel nicht, aber ohne Grund ist er auf diesen Berg Horeb nicht gegangen. Ich kann mir gut vorstellen, dass er entweder stinksauer war oder in eine tiefe Depression gefallen ist, vielleicht beides sogar. Und da sitzt er, hockt in einer Spalte da auf diesem Berg und Gott kommt zu ihm. Und da haben wir dieses, dass Gott nicht in dem Gewitter kommt, nicht im Erdbeben, sondern in seinem leichten Wind. Ich glaube, nicht nur mir geht es so wie dem Propheten Elia manchmal. Wenn ich wirklich ein Unrecht sehe, wo Menschen verletzt werden, die sich nicht wehren können, noch dazu, da würde ich am liebsten Dinge tun, die mit dem Evangelium wirklich nichts zu tun haben. Also ich könnte echt gewalttätig werden. Also ich bin kein besonders starker Mann, aber so hauen kann ich schon. Und wenn ich dann so einen mir über den Weg laufen sehe, von dem ich weiß, er hat etwas Schlimmes getan, dann würde ich am liebsten wirklich so zupacken und ein paar andere Sachen mit ihm machen. Aber die Bibel erzählt uns, dass es nicht der Weg Gottes ist. Und sehr viele Katholiken neigen auch zu dieser Haltung, wie Elia und wie auch ein bisschen ich, dass man zuerst die Wahrheit allen verkünden muss, dass man Dinge klarstellen muss, dass man ermahnen soll. Sicher, gehört alles dazu. Aber was tut Gott als erstes? Und wir sollen in seinem Sinne handeln. Was tut Gott immer als erstes? Das ist die Frage. Und Elia erfährt es und es muss für ihn beschämend gewesen sein. Weil er könnte sich gedacht haben, jetzt kommt das Gewitter, jetzt werden sie es sehen. Wie Sodom und Gomorra wird alles untergehen. Eine neue Sintflut, nichts gekommen. Erdbeben, da steigt die Hoffnung wieder auf. Gerechtigkeit wird herrschen. Sie werden den wahren Gott erkennen. Nichts da. Und Gott kommt so einfach. In Stille. Ich sage nicht, dass wenn du ein Unrecht siehst und dem vorbeugen kannst, du nichts tun sollst. Du sollst alles unternehmen, was möglich ist.
Aber wir müssen uns eine andere Haltung aneignen. So eine, wie Elia sie lernen musste. So eine, wie Paulus gelernt hat. Die Lesung, die wir heute hören, ist ein kurzer Ausschnitt aus dem Römerbrief. Und da ist auch so eine ähnliche Situation. Paulus hat Christus kennengelernt. Er verkündet seinen Leuten, also den Juden, dass es der Messias ist. Niemand glaubt ihm. Niemand. Und er schreibt, dass er sogar bereit wäre, ohne Christus zu leben, wenn sich einer bekehren würde. Und ohne Christus zu leben bedeutet, in der Hölle zu leben. Das ist für Paulus gleichbedeutend. Also Paulus wäre bereit, für sein Volk, für die Bekehrung eines Einzelnen in die Hölle zu gehen. Ist er nicht gegangen? Das vermuten wir als Kirche, weil der ja heilig ist. Also muss etwas an seinem Weg wahr sein. Und das, was Paulus macht, das ist das, was Elia lernen musste und wie Gott wirklich ist. Und ich glaube, das ist auch das, was Papst Franziskus auf so eine manchmal unangenehme Art und Weise immer wieder sagt. Zuerst Barmherzigkeit, zuerst Liebe, alles andere kommt danach. Und als Christen sollten wir diese Haltung einnehmen. Ich weiß, also mir fällt es nicht so einfach, muss ich ehrlich sagen. Nicht zuerst mit der Faust auf den Tisch hauen und sagen, so muss es sein, sondern diesen Weg der Liebe zu suchen. Das ist eine große Einladung hier drinnen für dich, dass du diesen Weg gehst, dass du dich von der Zeit, also der Welt, in der wir leben, nicht verwirren lässt, nicht verführen lässt, sondern den Weg Jesu gehst. Und was macht Jesus in diesem kleinen, also auf dem See jetzt heute bei dem Sturm? Genau dasselbe. Er sagt nur Petrus, ah, kleingläubig bist du, hättest du nur geglaubt. Und was macht er? Hand ausstrecken. Das ist eine Geste der Liebe. Jesus könnte den Petrus niedermachen. Er hat es auch an einer anderen Stelle auch gemacht, weil er sich so aufgeregt hat. Wahre Gott, wahre Mensch, ja, so ist es. Aber das, was er macht, streckt seine Hand aus und rettet ihn vor dem Untergang. Und es geht nicht nur darum, dass er da irgendwie ersaufen könnte in diesem See. Das könnte Jesus herzlichst egal sein, weil er weiß, wohin wir Menschen nach dem Tod kommen. Also wenn Petrus rechtschaffen gelebt hat, eine begründete Hoffnung auf den Himmel. Also nichts Schlimmes eigentlich. Er rettet ihn nicht so sehr vor dem Wasser, sondern vor sich selbst. Und bei Petrus sieht man es, wenn man seine Lebensgeschichte ein bisschen näher betrachtet, dass er von diesem Hitzkopf, diesem alles überstürzenden Mann zu einem wird, der fähig ist, den Weg Jesu zu gehen. Den Weg, wo man zuerst die Hand ausstreckt und Hilfe anbietet. Ich bin davon überzeugt, dass wir im 21. Jahrhundert wirklich hier gefragt sind. Welchen Weg gehen wir? Was für ein Zeugnis für Christus und seine Kirche geben wir? Lassen wir uns in diese sinnlosen Debatten verwickeln. Was richtig ist, was falsch, was sein müsste und nicht ist. Oder gehen wir den Weg, den Jesus gegangen ist? Den Weg eines milden Gottes, der nicht durch Ermahnung, durch den erhobenen Zeigefinger Leute an sich, also für sich gewinnt, könnte man auch, geht auch, ist aber schwierig, sondern er streckt seine Hände aus.
und möchte alle umarmen. Das ist auch die Geste des Kreuzes. Jesus umarmt die Welt. Das hat die Kirche schon ganz am Anfang verstanden, was das Kreuz bedeutet. Diese Umarmung Jesu. Ich möchte dich einladen, wenn du dich mal aufregst diese Woche über irgendetwas, versuche dich daran zu erinnern, was der Weg, den Elia gegangen ist, war, Paulus, Petrus, so viele andere. Und vielleicht findest du dann diesen schmalen Pfad, wo du Gott wirklich erfahren kannst. Und wo der andere auch spüren kann, da ist Gott gegenwärtig. Nicht deine Wut, nicht dein Unzufriedensein oder irgendetwas, dein Drang nach Gerechtigkeit, alles gute Dinge können gute Dinge sein. Sondern ein Gott, der einfach da ist. Ich wünsche dir vom Herzen, dass du selber diese Erfahrung machst und anderen schenken kannst.